Herzlich willkommen zurück zu Lightning Returns. So, diese Folge werden wir mal versuchen, diese ganzen Chocobo-Fresser auszuschalten. Und dafür müssen wir zu den Wildlanden, und zwar dort hinten sind die immer gespawnt, glaube ich. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Also zu den Wildlanden. So, mal schauen, ob wir den schaffen. Diesen Chocobo-Fresser. Den letzten, den wir besiegt haben, war ja auch noch im Chaos und ja, der hat sich ein bisschen hingezogen. Vielleicht sind die, die nicht im Chaos sind, ein bisschen einfacher. So, Forschungslager, die Wildlande. Stimmt, den Odin haben wir auch noch. So, jetzt muss ich aber erstmal bei den Kampfgarnituren was ändern. Und zwar, der ist empfindlich gegen Blitz und Aero. Also nehmen wir Blitzgar und Aerogar mit. So, Aerogar und Blitzgar. Wo ist es denn? Da ist es. Gut, die Wahl und die Protest, das passt eigentlich. Bann ist bestimmt auch nicht schlecht. Was haben wir sonst noch für negative Zustandsveränderungen? Gift erteilt Magieschaden, reduziert schrittweise die TP, wäre eigentlich gar nicht mal so doof. Schwächt die elementaren Resistenzen um 1 und erteilt Magieschaden. Gift Gar erteilt weiträumigen Magieschaden und reduziert schrittweise die TP. Gemach wäre auch nicht so verkehrt. Fluch macht sie störanfällig beim Ausführen seiner Handlungen. Ja. Und sonst so. Morbid. Nö. Ich glaube, das Bann hauen wir mal raus und nehmen dafür entweder Giftgar oder Gemach, je nachdem. Ich glaube, Gift ist allgemein nicht schlecht. Jetzt schaue ich bloß, nehme ich jetzt da Gift oder Giftgar. Weiträumiger Magieschaden und Magieschaden. Eigentlich ist Gift für einen und Giftgar für mehrere. Also eigentlich sollte das reichen. Gut. Da haben wir Drachenblut, Konterschlag, Sturmschneise. Das passt eh. Und den Rundumschlag. Haben wir vielleicht noch irgendwas, wo wir seine Zustandsveränderungen klauen können? Aero-Walze, nö. Blumenwalze, nee. Krafthieb. Nee, ich glaube fast nicht. Nö. Nee, sieht nicht so aus. Aber sonst, glaube ich, passt Rundumschlag. Ja, das wird schon passen. Gut, das passt. Das haben wir auch geändert und hier auch. Na gut, dann probieren wir es mal aus. Natürlich speichern wir das. Zack. Zack. Nicht, dass wir das alles nochmal ändern müssen, falls irgendwas passiert oder so. Keine Ahnung. Weiß ja nicht. Und jetzt erstmal auf Odin. Und dann suchen wir mal. Nachdem wir diese Blume mitnehmen. Das ist schon mal so, die brauchen wir jetzt nicht. So, hier sind immer diese Chocobo-Fresser aufgetaucht.
Oh, was haben wir denn da? Da ist ja einer. Hallöchen? Willst mich verarschen? Chocobo-Fresser, wo bist du? Nee, die brauchen wir. Ach, egal. Kommt's mit. Gar nicht mal so schlecht. Ach, ich liebe Blitzker. Ich glaube, ich tue mal statt Giftgar rein. Ist, glaube ich, besser. Giftgar, wo war's denn? Da, Giftgar. Courage in Notlage. Hier nix. Na, wo ist das andere Giftgar? Giftgar, wo bist du? Na komm schon. Da. Auch Courage in Notlage ist. Ja, okay. So, Chocobo-Fresser, wo bist du? Ach, klasse. So, Giftgar. Alter Schwede. Okay. Alter, was geht da? Krass. Also dieses Giftgar ist wirklich unglaublich geil. Wieso habe ich das nie benutzt? So, jetzt möchte ich mal langsam hier so ein... Na also, da ist er ja. Du kommst jetzt her. Perfekt auch noch. Odin, show me your strength. So, Giftgar. Ist nicht vergiftet worden, ist schon mal schlecht. So, Aerogar. Blitzgar. Und nochmal Aerogar. So, Sturmschneise. Na komm schon. In den Schockzustand. Giftgar. Ist der Resistenz gegen Gift? Nö, ist er eigentlich nicht. So, Blitzgar. Und Aerogar. Na, verdammt. Ha, ausgewichen. Aerogar. Dann wieder ein bisschen Giftgar. Dann die Effekte wiederholen. Oh, ja, das ist ja jetzt perfekt. Nein, nein. Oh Gott, das ist so verheerend. Na komm schon. Sturmschneise. Das gibt's doch nicht. Na eigentlich. So, Giftgar. Und jetzt Aerogar. Nochmal. Und Sturmschneise. Nein, du kochst sie nicht. So, Aerogar.
Ha! Ah. Meine Güte. So, Devol, die Prozess. Oh, oh, ich glaube, jetzt gehen wir gleich drauf, wenn wir uns nicht heilen. Ach, komm schon. Oh, Erogor. Nochmal Aerogor. Stummschneise. Ach Gott. Na komm schon. Wieso funktioniert die Protest nicht? Nein! Odin. Ach nee, nicht runterschlingen. Heilen, 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 heilen. Ja. Hat ja wunderbar funktioniert. Uah. So, gibt's gar, vielleicht bringt's was. Ach Gott. Ah, Erogor. Nochmal. Let's go. Stummschneise. Na also. Boah, meine Fresse. Grünmonstermoos. Alter Schwede. Also, ja. Das funktioniert jedenfalls super. Nicht. Gut, dann werde ich es mal ein bisschen anders machen. Und zwar, wie ging das nochmal? Ah, genau. Ja, gut, ich weiß, der Angriff sinkt katastrophal. Aber, warte mal, haben wir irgendwo noch? Wir haben doch auch vielleicht so ein Ding da, so ein Accessoire, das wohl auch das gleiche macht, oder? Ah. Ja. Dann brauchen wir ja nur. Was haben wir jetzt für Ding? Dann gab's für eine Waffe, verdammt. Das war doch so. Das war's, genau. Also dank dem können wir Rundumschlag eigentlich raushauen. Und den Krafthieb nehmen. So, Krafthieb Stufe 2. Haben wir da zufälligerweise Stufe 3 oder so? Ja, hätten wir, aber. Hm. Gut, merken wir uns mal ganz kurz. Krafthieb Stufe 3 vielleicht noch aufgewertet. Sieht schlecht aus. Nee, leider nicht. Dann nehmen wir den normalen. So. Und Gift bringt's leider nicht bei dem. Deswegen nehmen wir Gemach eigentlich. So. Jetzt sollte alles passen und dann suchen wir uns den nächsten. Aber bevor, schauen wir nochmal ganz kurz magische Wunschtafel. 8 Stück brauchen wir, 1 haben wir, also noch 7. Ja, die nehmen wir schnell mit. So, Polymera, Blitzka. Spinnst du? Geh weg von mir. So, Krafthieb. In der Luft, ui. Wie stylisch. So, Chocobo-Fresser, wo bist du? Hier schon mal, oh mein Gott.
Ah, klasse, jetzt haben sie mich gesehen. Dann stirb! So, Deval und Deval. Polymera. Kraftsieb. Bringt leider nichts. Ja. Polymera. So, Gimach, die Brutus. So, Drachenblut. Okay, hat es nicht gebraucht. Wunderschlantine. So, ich hätte jetzt gerne einen weiteren Schokobo-Fresser, bitte. Der dürfte doch hier irgendwo rum vegetieren. Ja, verschwinde Pudding und lass einen Schokobo-Fresser an deiner Stelle hier erscheinen. Was macht denn der hier eigentlich? Na also, Chocobo-Fresser! Hallo! Yeah, perfekt! Together we can do this. So, Aeogar. Sturmschneise. Na los! Nein, nicht getroffen! Mensch, du! Aeogar. Bisschen Blitzgar. Sturmschneise. So, Schockzustand. Komm, hau drauf, Lightning! Na, komm schon! Und Raserei! Mal schauen, ob wir da viel abziehen können. Und... Bams! So, weiter mit der Sturmschneise. Das ist jetzt irgendwie doof. Das wollte ich nämlich jetzt eigentlich nicht einsetzen. Oh, Farke. Du wirst jetzt zubomben mit allem, was ich habe. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ja, schwimm mich runter. Das bisschen. Okay, mach zweimal. Hast Entzug? Courage-Entzug. So, Aeogar. Und nochmal. Auf geht's. Oh yeah. Gut, das ging schon mal schneller. Magnus und Grünmonster Moos. Ja, nur ein bisschen doof, dass ich aus Versehen zweimal die Zweitdilitation eingesetzt habe. Was machst denn du da? Du siehst mich nicht. Ach, verdammt! Na, komm her. So, gehen wir auch Devol, die Protest, Polymera zweimal und ein bisschen Drachenblut. Und das war's. I saw this coming. Ach, schwierig so einer. Und tschüss. I offer this victory to a dying world. Und schon haben wir wieder 4 EP. Und es ist erst 7 Uhr. Ah, Chocobo-Fresser, Hallöchen. Und wieder perfekt. Odin, show me your strength.
Nein, böse. Stummschneise. Na komm. Aeruga. Nochmal. Danke, Odin, für diesen Ansporn. Und... Oh yeah. Aeruga. Na komm schon. Na komm schon. Oh yeah. So, mal Polymera. Oh ja, geht zur Hölle. So, Aeruga. Nochmal. So, Courage Entzug. Nein, hörst du auf? Du schlingst mich nicht runter, das kannst du mal voll vergessen. Und nochmal. Nein, geh weg. So, Krafttief. Ja, funktioniert ja eigentlich doch ganz gut mittlerweile. Man muss sich nur auf diesen Gegner spezifisch vorbereiten. Ich finde die Ansagen irgendwie lustig. Oh mein Gott. You're no match for us. So, Blitzko. So, eine schon mal erledigt. You think you can beat me? Meine Güte. Polymera! Alter, was geht mit euch ab? So, Polymera. Und das war's. Chocobo-Fresse. Nein, es ist ein Chef-Pudding. So, Aeruga, bisschen Polymera und bisschen Drachenblut. Na komm schon. Polymera. Dum, 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 dum. Hui. Na wo? Ach, hier. Hey, da vorne sind zwei Chocobos. Polymera. Und den zweiten erwischt es nicht ganz so. Chocobos! Hey Leute! Well, it's true what they say. You know about my own will. I don't think I've ever seen a Chocobo.
Nein, jetzt hat er mich gesehen. Das ist doof. So, Aeroga. Stummschneise. Geh mal, bitte. Danke. Bam. Oh yeah. So. Nochmal. Nochmal. Und nochmal. Und jetzt die Raserei wieder. Juhu. Und nach oben schleudern, beziehungsweise zuschlagen. Boom! Aeroga, komm schon, Lightning! Na, komm schon. Nein, ich hab doch auf Blocken gemacht. Mensch, was soll die Scheiße? Ja, stimm die runter. Danke für nichts. Ja, das bringt ja gar nichts mehr. Aeroga. Oh oh. Ah, Scheiße. Los, Courage-Entzug. Aeroga, bitte. Stummschneise. Ah, gut, das geht auch wieder. Ja, das schaffst du schon, Lightning. Komm, auf geht's. Na los, noch ein bisschen. Nein! Verreckt doch endlich! Na, oh, Gott sei Dank. Puh. Eisgar und Kühlmonstermoos. Puh. So, einen schaffen wir noch. Und da ist er auch schon. Perfekt. Aeroga. Nochmal. Und noch einmal. Stummschneise. Nein, komm schon. Aeroga. So, auf geht's. Zieh ab, was du kannst, Lightning. Und jetzt noch Raserei. So, hau drauf. Und Drachenritter. Bam.
geht's. So, oh, nein. Nein, jetzt habe ich die falsche Rüstung gehabt. Das ist doch zum Kotzen. Nein, nein. Puh. Ah, Iruka. Nochmal. Und nochmal. Uah. Nein, nein, greif an. Greif doch an. Meine Güte. So, komm schon. Na, endlich. Puh. Eisgar, Magnus und Grünmonstermoos. So, wie viel haben wir jetzt gesammelt? Mission Aufträge, magische Wunschtafel. 5 Stück. Wuhu, noch 3 Stück, dann haben wir es geschafft. Zack. Zack. Gut, dann war's das für diese Folge auch schon wieder. Und in der nächsten Folge sammeln wir dann die letzten 3 Grünmonstermoose. Grünmonstermoos. Ja, ihr wisst schon, 3 Stück noch. Ja, und dann probieren wir vielleicht mal diesen Erdfresser. Aber nur vielleicht. Na gut, jedenfalls danke fürs Zusehen und bis morgen, Leute. Ciao.